Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mal von nicht Rayman 3, sondern Mario Party 2. Ja, jetzt habt ihr verpasst, wie er hier episch gewürfelt hat und eine 1 würfelt. Und alter Schwede, es ist laut auf meinem Ohr. Auf meinem Ohr. Auch wenn es nur Münzen sind, es ist unverdient. Ja. Okay. Gut, gut, ich bin an der Reihe. Und werde mir vielleicht ein episches Item kaufen. Man weiß nie, wofür man das gebrauchen kann. Sollte irgendjemand mal durch Zufall eine Zauberlampe bekommen, gehört sie mir. Klare Sache. Dann werde ich in den Genuss einer Zauberlampe kommen. Dann werde ich genügsam meine Hände daran reiben. Und er kriegt natürlich einen Stern. Was denn auch sonst? Unverdient. Toad, nimm deine Hände runter. Man freut sich nicht, wenn Mario einen Stern bekommt. Außer es ist wirklich ein Spiel von seiner Serie. Was es nicht ist. Nein, das hier ist ein Spin-off. Das kann man nicht dazu ziehen, auch wenn Marios Name da drin steht. Es zählt nicht. Und danke, dass ich weggebordet wurde und somit diesen Stern nicht mehr kriegen kann. Und ja, ich wurde gebordet. Für die, die sich darüber lustig machen wollen. Legt los. Super. Ich glaube, diese Runde ist uns nicht vergönnt. Naja, aber man muss dazu sagen, bisher haben wir jede Runde First Try gewonnen. Egal wie scheiße es für uns aussah, wir haben einfach gewonnen. Und ich denke mal, da ist einmal eine Niederlage gar nicht so verkehrt. Und vor allem können wir uns jetzt an Mario rächen und was ist Hingucker? Ach, das war das, wo jeder in eine andere Richtung gucken musste? Ja, was wir relativ zum Anfang hatten. Okay. Schön, schön, schön. Auch teilweise Glückssache. Mario, hör auf in meine Richtung zu gucken. Danke. Tja, wie Peach sich freut. Oh, jetzt ist Mario schon ein bisschen vorsichtiger. Ach, Donkey Kong. Okay, Donkey Kong, hat der nicht auch eben nach unten geguckt? Egal. Uiuiui. Ach so, wenn... Au. Wenn alle drei... Ups. Wenn alle drei einmal geschlagen wurden, dann ist das auch schon das aus. Das ist ja fies. Mario ist ein ganz schönes Arschloch. Ich wünsche, ich hätte ihn nicht reingenommen. Ja, und Donkey Kong kriegt natürlich dann diesen Stern. Ich weiß nicht, wie viele Sterne er noch kriegen soll. Meine Güte. Ja. Toad, warum arbeitest du mit ihm zusammen? Er hat's doch nicht verdient. Hast du diese Pose eben gesehen? Das ist nicht die Pose eines Archäologens. Niemals, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, und Donkey Kong kommt jetzt auch hier hin. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich bin dagegen. Ich bin einfach dagegen. Kann mich denn niemand verstehen? Ich stehe ganz alleine. Okay, niemand hat ein Item bisher. Ist okay, würde ich sagen. Oh, bitte kein bitte nicht aus Random Fall. Oh, geil, ich bekomme den Stern. Ja gut, erstmal noch zahlen. Seit wann gibt es zwei Banken? Das war die erste Map mit zwei Banken, oder? Da bin ich mir sicher. Ach shit. Hätte ich jetzt noch 50 Münzen gehabt, dann hätte ich mir noch einen Stern holen können. Ja gut. Ja gut, okay, jetzt ist er da oben. Kann man mal machen. Bin ich jetzt aber nicht so ein Freund von. Hätten lieber da gehabt, wo alle nicht hinkommen, außer ich. Ja. Okay, dann klauen wir noch ein paar Münzen. Wenn wir schon mal dabei sind, klauen wir... Ah, kann nur von Mario klauen. Da lohnt sich's am meisten.
dann kriegen wir wieder was ein bisschen. Kriegen wir wieder ein bisschen was ins Portemonnaie rein. Nicht andersrum, nur so. 16 Münzen, das ist lächerlich. Ist ja fast nichts. Gut, ich könnte mich beamen, aber dann würde ich mich ja in die falsche Stelle beamen, das will ich nicht. Ich hätte gerne eine 9 gewürfelt, ja. Aber hey, man will ja hier nicht der Kritiker schlechthin sein. Ist ja ganz klar. Sie darf zahlen, aber sie wird geportet und wird wahrscheinlich diesen Stern bekommen. Das ist... Na gut, man kann es ihr gönnen. Es ist ja nicht so, als ob sie jetzt hier nicht letzter wäre oder so. Nein, nein. Völliger Humbug. Okay. So, was erwartet uns denn jetzt? Tod im Stampfer? Ich habe ja gelernt, dass Ausholen und Stampfen nicht wirklich effektiv ist. Probieren wir doch mal was anderes aus. Probieren wir doch mal aus, ein bisschen schwächer zu stampfen, aber dafür schneller ausholen zu können. Ich kann einfach nicht reden. Warum sind denn jetzt schon wieder Mario und Donkey Kong schneller? Irgendwie verstehe ich das Ganze hier nicht. Ich bin echt verwirrt. Wieso können die das denn so schnell und ich nicht? Ich brauche immer so lange, bis ich wieder stampfen kann. Das ist furchtbar. Also auf hart ist hier einiges unverständlicher für mich als auf normal oder easy. Das muss ich mal so klarstellen. Und den Minispielstern werde ich sowas von nicht bekommen. Das weiß ich jetzt schon. Irgendwie kommen nur die furchtbaren Minispiele. Ah, der wird Münzen klauen. Höchstwahrscheinlich von mir, weil ich aktuell am besten dran bin. Ja, klau von mir. Ja, wird ja noch mehr. Desto schneller ich das mache, desto mehr kriegt er von mir. Das ist ja völlig unfair. Also nach diesem Let's Play werde ich nie wieder im Hard-Modus spielen. Weil das echt teilweise ganz schön unfair ist. Na gut, oh. Ich habe ja gewürfelt. Und natürlich laufe ich an dem Warp-Feld vorbei. Was auch sonst. Es ist eine anstrengende Runde. Und warum? 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 Warum kriegst du mal die es nicht verdienen? Na gut, dir gönne ich wenigstens den Stern, du kannst ihn haben. Dich lasse ich passieren. Schon wieder da oben? Da bin ich jetzt aber nicht zufrieden mit. Wieder neben dem Golfplatz. Ist ja furchtbar. Was hat Golf nur an sich, dass es alle so anzieht? So in ihrem Bann zieht sozusagen. Und schwebt Baby Bowser. Das kommt mir irgendwie so vor. Und sie wird weggeworbt. Ist okay, kann ich mit leben. Ich möchte aber gerne jetzt dorthin geworbt werden, wo Peach noch zuvor war. Würde ich mich ja riesig freuen und was für sein Bob-Ombi-Rechnung. Ja. Ach ja, die Geschichte. Alles klar, starten wir mal. Das Schlimme ist, da explodieren manche auch, glaube ich. Ich glaube, es sind 18, ne? Ja, jetzt sind 17. 16. 16 sind es jetzt aktuell, oder? Ja, das sind 16. Okay, 15. Alles klar. Ich sag's ja, es explodieren immer welche. Boah.
Gewonnen, würde ich sagen. Easy peasy. Immerhin kann ich zählen. Juhu. Yay. 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 Und wird Donkey Kong auf ein Warpfeld kommen? Das wäre unverdient und er kommt nicht rauf. Boah, über eine 2 würde ich mich jetzt sogar freuen. Yoshi, ich weiß, dass du es kannst. Du kannst aber auch gar nichts. Und er landet natürlich wieder ein Feld zuvor. Nee, jetzt wenigstens 50 Münzen, dann könnte ich mir einen Stern klauen. Kann ich aber nicht. Nett von euch allen. Nett. Ich dachte schon, der holt sich die Raubtruhe. Schön meine Raubtruhe klauen. Gibt's ja wohl. Ja, Yoshi, da kannst du mal sehen, wie man das macht, auf dem Warpfeld zu landen. Könntest du auch mal machen? Hätte ich kein Problem mit. Aber nein, du willst ja lieber dort verkehren und... Alter, wie viele Blöcke gibt's denn hier? Ist ja der Wahnsinn. Vergesst das Spaceland, hier findet ihr die wahren Schätze. Tja, aber bisher meistens nur Münzen, was so besser so ist. Oh nein, alle Mann verbohrt habe ich immer gehasst. Das war eine schlimme Mission, beziehungsweise eine Minispiel-Mission, kann man es ja nicht nennen. Er klimmt geschwind den Mastbaum, um nicht mit dem Schiff unterzugehen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht gegen das Holz läuft. Wenn euch ein Cheep-Cheep erwischt, könnt ihr euch für einen Moment nicht bewegen, seid also auf der Hut. Aber man darf nicht zu schnell smashen, man muss auch ein bisschen aufpassen, was man hier macht. Oh nein, der Bowserberg. Die Titanic singt, die Titanic singt. Naja, die Münze ist es mir nicht wert. Wow, dass mich der Cheep-Cheep nicht erwischt hat. Ach komm schon. Ich hab's geschafft. Nicht geschauft, sondern nur geschafft. Aber schaufen kann man es auch nennen. Immerhin. Wenigstens das ist mir vergönnt. Ah, Alter, ja, mindestens die Hälfte noch bekommen. Krasser Scheiß. Das ist fies. Na gut. Okay, er mag's hart und direkt und landet auf dem Bowserfeld. Alles klar, Donkey Kong. Kannst du haben. Oh, bitte zieh ihm 3 Sterne ab. Das wäre so toll. Gib sie mir. Oder 10.000 Münzen Bonus. Aber dann seht ihr mal, was passiert, wenn so ein gelbes Feld erwischt wird. Da haut Bowser ab. Da hat er ein bisschen Schiss vor. Das ist ihm zu viel. Das geht mal so gar nicht. So, Donkey Kong Kollege, du bist dran. Ich krieg meine Münzen wieder. Ich krieg sie wieder. Okay. Ist ja klar, wieder nur 16 Münzen. Wie vielte Runde ist das? Okay, die 15. Na, geht doch schnell voran hier. Ich find's toll, wie rund diese Steine da sind. So rund wie meine Steine. Die ich am Strand gefunden habe. Ja, das Meer hat sie gut geglättet. Mhm. Okay, Mario, was auch immer du da versuchst. Das ist nicht gut, mein Freund. Das ist echt nicht gut. Eine 14, das hättest du auch mit einem normalen Pilz erreichen können. Ich hätte es toll gefunden, wenn er zweimal an die Bank zahlen müsste. Und das finde ich jetzt nicht toll. Oh, doch finde ich das toll. Klauen die doch vom Erstplatzierten immer? Egal wie viele Münzen der hat. Weil ich meine, für die würde sich ja eher Peach lohnen oder meine Wenigkeit, aber... das ist interessant. Ist echt gut zu wissen. Niemals Erster werden. Niemals Erster werden. Und erst wenn alles vorbei zu sein scheint, werde ich euch alle überholen. Ja, wartet nur ab. Shit. Okay. Das würfelt meinen Plan komplett durcheinander.
Aber man kriegt hier echt viele Sterne. Also da wird gut was in das Sparschwein oder Sparpilz eingezahlt. In den Sparpilz. Ach ja, am Ende der Runde, wie wir alle wissen. Ja, beam dich wieder weg. Nach Spanien oder von den Spaniern wegbeamen. Oh, die bringen auch mal woanders hin. Interessant. Navigationsfehler. Ach so, das ist dann so. Okay. Peach, das tut mir irgendwie leid. Jetzt hat sie 10 Münzen für nichts bezahlt und wir können alle gegen Donkey Kong antanzen. Treibsandwirbel. Kein tolles Minispiel, zumal jeder dort gewinnt. Jeder kriegt dort irgendwas. Ah, was war hier nochmal? Einfach nur bewegen. Alles klar. Sollte irgendwie machbar sein. Donkey Kong, du siehst unglaublich sexy aus in diesem Anzug. So heiß. Ah. Nein, da wollte ich doch ran. Sag mal, gewährst du mir gar nichts? Boah, geil. Ich bekomme ja alle Säcke. Ich werde noch zum reichen Sack. Nein. Komm zu mir. Okay, ich habe die meisten Münzen. Das ist super. Ich habe mehr Münzen als Donkey Kong. Einfach weil ich 2 Säcke bekommen habe. Yeah. Das klingt ein bisschen seltsam, aber es ist die Realität. Oh, vielleicht könnte ich den Münzstern bekommen, wenn mir jetzt den jemand streitig macht. Das sind die letzten 5 Runden. Sie stehen an. Donkey Kong ist erster. Und mal wieder ist Yoshi zweiter. Mario ist dritter. Der so viele Minispiele gewonnen hat. Und Peach ist letzter. Doch noch ist nichts entschieden. Wer wird das Spiel wohl gewinnen und zum Superhelden werden? Vielleicht können wir diese brennende Frage in einem unserer beliebten Wahrsage-Quiz beantworten. Dieser nette Helfer wird für uns in die Zukunft blicken. Hallo und herzlich willkommen. Oh ja, es ist super, dass ich wieder dabei sein darf. Oh Gott, wer bist du denn? Es kann nur Mario sein. Oder etwa nicht? Mario. Nur weil er deine Rückenschmerzen repariert hat. Okay, ich hätte felsenfest mit Koopa gerechnet, aber dass auch der kommen kann, das ist interessant. Zum Schluss noch eine wichtige Nachricht, ja, das, was man schon kennt. Na gut. Ich muss sagen, mein Hals ist ein bisschen kaputt. Ich habe morgen eine wichtige Aufnahme zu tätigen und da darf mein Hals nicht so kaputt sein. Also, ich glaube, heute muss ich weniger aufnehmen, als ich eigentlich wollte. Ich wollte noch die letzte Map von diesem Spiel hier aufnehmen. Und ein paar Wayman-Parts noch. Aktuell habe ich sturmfreie Bude. Und ja, da macht es sich immer ganz gut aufzunehmen, weil man dort so laut sein kann, wie man will. Und muss nicht die Angst haben, dass man irgendjemanden stört. Oder dass irgendeine Person hier plötzlich reinschnallt und irgendwie stört und man muss entschneiden und... Ich will nicht. Danke. Drückt abwechselnd A und B, um das Relikt mittels Psychokinese? Was ist das aufzuladen? Der Spieler, der sein Relikt in 5 Sekunden am stärksten auflädt, gewinnt das Duell. Also so. Okay. Abwechselnd A und B. Oh Gott, ich hab verkackt, oder? Der Kampf der Relikte. Ja, ich hab verkackt. Diese Duelle verkacke ich irgendwie immer. Ziemlich scheiße. Ich weiß aber nicht, wie ich es besser machen soll. Ich hab's ja am wechselnden Tag gemacht, aber der hat mir teilweise irgendwie angezeigt, dass ich beides gleichzeitig mache, was völliger Blödsinn war. Naja, wie gesagt, einiges verstehe ich hier nun wirklich nicht. Oh, ich habe endlich mal die Gelegenheit bekommen, mich wegzubeamen. Wie super. Nicht schon wieder. Na gut. Oh Mann, wie sollte ich meine Stimme schonen? Ja, ich habe auch nichts wirklich zu trinken hier. Uncool. Alter, wisst ihr was? Ich gehe jetzt aufs Ganze. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich gehe jetzt aufs Ganze.
Was geht denn mit Mario ab? Was ging denn mit Mario ab? Der ist voll. Okay, ich werde verlieren. Hundertprozentig, ja. Ah, dieses Minispiel kann man nicht gewinnen auf hart. Das ist so unmöglich. Ja, ich muss das riskieren, Leute. Es tut mir leid, ich muss das riskieren. Und somit habe ich den Münzstern offiziell verloren. Und ich glaube, wir können sicher sein, dass Mario gewinnen wird. Ich meine, der wird den Minispielstern bekommen und... Ich freue mich so sehr, wenn diese Runde vorbei ist. Das könnt ihr gar nicht glauben. So sehr freue ich mich. Ja. Es ist einfach eine unfaire Runde. Eine sehr unfaire Runde. Ich finde, hier läuft nichts gerecht ab. Ja. Ich werde hier hintergangen von vorn bis hinten. Ja, alle gegen Peach. Ich wäre lieber gegen euch. Bob Ombmann gefochten. Nein. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das war nur so anschnipsen, oder? Ja, schnipsen. Schnipsen ist dumm. Mit dem Controller. Ist das irgendwie ein bisschen komisch? Oh, ich bin immerhin in der Mitte. Dadurch fällt das Ziehen etwas leichter. Ja. Wow. Okay. Wir haben gewonnen. Ja, schön. Oder so ähnlich. Und hat 46 Münzen, hat der Schlingel. Nicht nett, nicht nett. Und er kann natürlich wieder auf ein Minispielfeld. Wenn er etwas Geiles bekommt, dann knüpfe ich ihm das so hart ab und er wird nichts Geiles bekommen. Boah, das einzig halbwegs Nützliche wäre noch dieser Schlüssel, aber selbst der ist irgendwie auch kacke und... Ja, nicht gut. Also werde ich es mir lieber aufheben. Sollte aber diese Tauschbox bekommen, dann nehme ich mir die, das kannst du glauben. Och, ernsthaft nicht schon wieder. Donkey Kong, bist du eigentlich komplett bescheuert? Warum kriegt er andauernd, warum nimmt er sich andauernd dieses Item? Wieso macht er das? In Minispiele sonst was für ein Hengst sein, aber hier ist irgendwie ist total nichts Nutz. Eigentlich der totale nichts Nutz, aber egal. So, das Item will ich nun wirklich nicht haben. Super, gleich wird er mir all meine Münzen abknüpfen. Ja, die 6 Münzen bringen mir nichts. Danke, Donkey Kong. Ach, Donkey Kong ist schon so ein Riesenarschloch. Alter, obwohl... Wenn er Mario erwischen würde, das wird wehtun. Oder es würde zumindest wehtun. Was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, weil... Es ist Mario. Er ist ein Computerspieler auf hart. Er kann nur Glück haben. Bowser wird niemals so viele... Oder so eine hohe Zahl würfeln, dass er... ihn kreuzt und somit die Sterne... die Münzen klaut. Aber Sterne wäre ich auch zufrieden mit. Musik ist sehr beruhigend und ein Duell, was das Ganze noch verlängert. Ich freue mich, ja. Ja, die Musik ist wenigstens cool. Aber es war's auch. Oh, ich hasse diese Duell-Minispiele. Die sind echt furchtbar. Ich denke mal so auf normal, also auf den Schwierigkeitsgrad. Alter, wie die abgehen. Das kriege ich doch so niemals, das würde ich doch niemals hinkriegen, weil er bei mir dann immer anzeigen würde, dass ich die Knöpfe gleichzeitig drücke. Also was völliger Schwachsinn ist. Aber natürlich gewinnt Donkey Kong. Was denn auch sonst? Aber ein Kack-Item rausfischen. Vollidiot. Ja, ja. Boah, die Lampe. Ich will die Lampe haben. Problem ist bloß, sollte er die Lampe bekommen und, ach so, sie. Ja, es ist eine sie. Hm? Sollte sie die Lampe bekommen und ich würde versuchen, sie zu stehlen, dann könnte es passieren, dass ich... Obwohl, nein, das Item... Ups, lala. Komm ja dauert überall ran. Okay, sie nimmt sich lieber die Glocke. Würde ich auch klauen. Das Ding ist dann halt, na gut, das Item von...
Donkey Kong würde denn jetzt die nächste Runde eingesetzt werden? Beziehungsweise die Runde. Ja. Okay. Ja, klau mir alle Münzen, ich habe eh nicht so viele. Na gut, 22 ist schon eine Zahl, eine Hausnummer, sagen wir es so. Ach komm, noch eine hohe Zahl, bitte. Ah, weiß nicht, reicht das? Das reicht doch nie und nimmer, oder? Doch, das muss reichen. Ja, klau mir die Münzen, aber bitte klau auch von... Yes, er verliert all seine Münzen, wie geil ist das denn? Ah, ich freue mich gerade so ein bisschen, ich freue mich wie Bolle. Ich meine, er hat mir zwar auch Münzen geklaut, aber das mit Mario, das hat viel mehr wehgetan. Und Disco-König, fickt euch doch. Darf ich wieder ein Minispiel verlieren? Ich meine, man kann ja daneben, was man will. Ich meine die können sich ja trotzdem alles merken. Das ist das Problem. Man kann es nicht so verwirrend machen. Ich probiere einfach was aus. War eigentlich mega leicht für die. Ja, okay. Was auch immer Donkey Kong gemacht hat, ich bin recht zufrieden mit. Immerhin, die Musik ist recht cool. Ah, schade, die Musik ist vorbei. Die Musik hat mir echt gefallen. Fiel mir erst jetzt so wirklich auf, die Musik. Vorher ist sie irgendwie immer mehr so im Hintergrund verschwunden. Na gut, aber es täuscht nicht drüber hinweg, dass ich das eben verloren habe. Und mal im Ernst, man kann das doch nicht gewinnen, oder? Also wenn man das gewinnen kann, das möchte ich sehen. Wenn man das dann so auf hart gewinnt, das kann man auch nur mit Glück schaffen. Genauso wie der mit Glück hier auch alles bekommt. Aber wir können sicher sein, ich kriege hier gar nichts. So, genau, ich möchte die Tauschbox und die Glocke bekommen, die ich dann gleich nicht herbeirufen werde, weil ich nicht genug Münzen habe und sie somit nutzlos wäre. Aber ja, ich kann sie dann vielleicht in der nächsten Runde einsetzen. Eine 8, hui. Was für ein Überflieger, und ich habe natürlich keine... Ja. So, jetzt könnte ich das nächste Mal das sogar einsetzen. Das Coole ist, Mario hat nicht genug Münzen, das heißt, er kann auch den Stern nicht bekommen. Und wenn ich Glück habe, dann kann ich das so geschickt einfädeln, dass ich dann Donkey Kong Münzen klaue und den Stern ergattern kann. Jetzt ist natürlich das Problem, dass Mario wieder alles mit seinem Minispiel in die Länge zieht. Und wenn er jetzt die Lampe bekommt, das ist mir eben nicht in den Sinn gekommen. Lampe, so heißen die Dinger. Dann würde es mich ankotzen, weil dann hätte ich meine Truhe verschwendet, weil ich sie eigentlich für eine Lampe reserviert habe, die ich klauen kann. Oh ja. Okay, er entscheidet sich lieber für den Handschuh oder für die Glocke. Okay, ich glaube, es ist ein bisschen schwer für ihn. Oder für den Goldpilz. Okay, er hat die Lampe genommen. Super, klaut er mir, obwohl eigentlich müsste er Donkey Kong die Münzen klauen, wenn meine Theorie richtig liegt, dass sie nur die Erstplatzierten ausrauben. Ja, ich hoffe mal, die nächste Runde verläuft gut, insofern ist es nicht... Ernsthaft, insofern das nicht schon die letzte war, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Aber eigentlich durfte es nicht die letzte gewesen sein. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ja, die Strecke ist eigentlich einfach, somit dürfte es für mich nicht so ein Problem geben. Ich weiß nicht, wie man hier den besten Start hinlegt. Okay, ich habe Mario Kart viele Jahre lang gespielt. Das ist meine Möglichkeit, meine Chance, das hier zu verbessern. Mario Kart, setze die Kraft von Mario Kart frei. Yes, Mario Kart hat mir geholfen. Auch wenn ich jetzt sogar ein bisschen übersteuert habe, es tut mir leid, aber... Es entscheidet nun mal über sehr viele. Ja.
Oh, wenn's gut läuft, wird Donkey Kong gleich doppelt ausgenommen. Das wäre so toll. Und er wird weggeworfen. Puh. Somit kann er nichts klauen, das ist gut. Ernsthaft? Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ups, sorry. Okay, ist die vorletzte Runde. Interessant. Ja, ist gut, ich kenne die Regel, ich kenne sie. So, fertig. Okay, smash hier einfach, smashen, smashen, smashen. Okay, das muss ich jetzt aber gewonnen haben. Wenn ich das nicht gewonnen habe, dann gibt's Ärger. Schmeiß den Controller sowas von... Wie kann das... Ich habe doch offiziell... Ich habe es ja selbst gesehen, ich habe viel mehr... gesmashed, kann man das so sagen, ja. Als Donkey Kong, das habe ich gesehen. Und wenn das falsch sein sollte, dann habe ich einen Augenfehler, der sowas von stark ist. Aber naja. Also, wie gesagt, diese Glockenbugs sind toll. Wie gesagt, das ist einfach... Diese Duell-Minispiele sind hier mega unfair. Ja, finde ich das bei Mario Party 3 besser. Wieder ein Punkt, den ich an Mario Party 3 mehr mag. Das ist einfach... Mario Party 3 ist in allen Hinsichten besser als jeder andere Teil. Bis auch vielleicht von der Optik her. Ja, schon. Könnte was dran sein, aber ja, danke. Ja, also wir müssen uns hier nichts vormachen. Ich werde verkacken und... Oh Gott. Stimmt, der Mario wird sich jetzt noch mehr Münzen holen. Und wird diesen Stern kriegen. Scheibenkleister. Das heißt, denn er landet unter 20 Münzen. Okay, er ist unter 20 Münzen geblieben. Das ist gut. Na gut, aber anscheinend hat Donkey Kong gar nicht mal so sehr wehgetan. Wie ich es mir erhofft hätte. Ja, keine 20 Münzen. Oh, das tut mir aber leid. Oh, nicht schon wieder. Warum komme ich denn nie darauf? Kein Wunder, dass ich kein Glück bekomme hier. Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen auf dem Tiefpunkt der Laune gerade bin. Wahrscheinlich würde ich das jetzt hier nicht aufnehmen, würde ich schon längst diese Runde abgebrochen haben. Naja. Aber wie gesagt, man muss ja irgendwie schon mal sich vor Augen führen, dass man bisher alles gewonnen hat, First Try. Und man eine Niederlage... Ups, irgendwas klebt hier an meiner Hand. Okay, doch nicht. Oh, doch. Ups. Moment. Hier ist hier... Ist das vom Controller? Bei mir ist so vom Controller ein Aufkleber abgegangen. Ja, bleibt doch nicht mehr. Na gut, okay. Ja, ich bin wieder da, hallo. Oh, sie nimmt die auch nochmal aus, das ist super. Ja, okay, ja, da ist so ein Aufkleber von meinem Controller gerade abgefallen. Das war auch der Grund dafür, dass ich so ein Klebegefühl im Finger hatte. Und dieser ist jetzt Gott sei Dank beseitigt worden. Und sie wird geboardet. Nicht supported, sondern geboardet. Und schon wieder eine Duell. Na gut, lehnen wir uns zurück und genießen wir die Show. Wie es so total die Actionmusik ist. Und wenn es jetzt ein bisschen halliger klingt, dann tut es mir leid. Das liegt daran, dass sein Mikro etwas weiter entfernt ist. Aber ich muss mich einfach mal zurücklehnen. Und entspannen, weil die Runde ja bisher doch ziemlich anstrengend ist. Für die Nerven und für meinen Hals. Umso besser, dass ich jetzt hier durch den ganzen Raum schreien darf, damit man überhaupt noch was hört bei der Entfernung. Ja, was jetzt? Oh, Peach. Hey, Peach hat gewonnen. Das ist super. Donkey Kong verliert ganz schön viele Münzen von 100 in die 50er. Oder was das da war, 150er, 40er jetzt auf 81 Münzen runtergepusht. Das ist natürlich cool. Toads Big Band. An sich ganz cool eigentlich. Man muss bloß die Knöpfe richtig drücken und alles ist schick. Kommen wir mal. Oh, ich darf flöten. Was für eine Flöte hier zum Einspielen. Sieht aus, als hätte Yoshi Schluck auf. Na gut.
Hoffen wir mal auf das Beste. Ganz schön pixige Blätter. Ja, aber man kann sagen, was man will. Die Musik bei Mario Party ist immer toll. Okay, da habe ich jetzt alles getroffen. Das ist gut. Was für ein Gespamme bei denen. Das Dumme ist ja wirklich, dass bei mir das schon losgeht, bevor die überhaupt fertig sind. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, das zu timen. Na gut. Und die Drumsticks sehen ja auch lustig aus. Warum haben die eigentlich gewonnen? Ich habe, glaube ich, nur einmal gefailt. Na, wahrscheinlich ist Mario. Wenn er mein Team ist, dann ist er natürlich kacke. Das ist ja ganz klar. Ich habe echt so das Gefühl, dass vorprogrammiert, dass ich hier failen soll. Ja. Donkey Kong, zeig was was. Und warum sind wir alle hier versammelt? Finde ich ja irgendwie schon cool, aber warum? Naja, machen wir uns nichts vor. Ich werde diesmal wahrscheinlich keinen Bonusstern bekommen. Okay, wenigstens der weg. Fernab vom Schuss. Im Nirvana. Da, wo kein Moos wächst. Ja. Gut. Dann, ja. Komm. Das ist, ja, die letzte Runde. Wir können nichts mehr machen. Belegen wir doch Mario mit dem Kriechzauber. Mario wurde verzaubert. Du kannst nur noch bis zu 3 Felder laufen. Yay. Und ich wurde auch ins Nirvana geschickt. Juppidu. Ja, damit ihr mal seht, was das nochmal für einen Effekt hat. Und ja, ich darf nochmal hier. Ja, sind ja eh nur 3 Münzen. Kann man das nicht auch. Kann ich dir nicht gleich hier 3 Münzen geben? Ich habe keinen Bock auf dieses Minispiel. Ich verliere es eh wieder. Ja. War jetzt nur eine Münze, oder? Ah, ich muss extra Start drücken. Ja, gut. Ja, das ist so wie Donkey Kong abgeht. Das ist doch voll übertrieben. Wie soll man das bitte machen? Muss man ja schon Asiate sein, um das zu schaffen. Und trotzdem habe ich gewonnen. Ja. Eine Münze. Super. Offenbar bin ich Asiate. Super. War zwar schlechter als Donkey Kong, weil der aber abgegangen ist, aber hey. Wen interessiert's? Okay. Ah, super. Alles klar, das habe ich gar nicht bedacht. Toll, somit hat dieser Kriecheffekt keinen Nutzen. Naja, aber 4 hat er damit trotzdem nicht erreicht. Oder reicht das noch aus? Ich weiß gar nicht. Ja, jetzt kommt es auch härter. Ach so, die 20 Münzen hat er eh nicht parat. Naja, immerhin habt ihr... Ach, ernsthaft? Es kostet... Ach so, stimmt ja, letzte Runde. Man wollte schon sagen, es kostet so viel Zeit und dann... Naja. Lief ja doch noch alles gut. Entwarnung, liebe Freunde, Entwarnung. Sie wird jetzt... Nee, sie wird nicht an den Stern kommen, aber sie wird noch... Nee, wird sie nicht machen, weil es mir nicht spielt. Ah, ein Duell, oder? Oh nein. Ach, diesmal lehne ich mich nicht zurück. Diesmal stütze ich meinen Kopf hier ganz bequem ab. Und denke mir so, ja, da kommt ein Goomba aus dem Nichts mit einem... komischem Fallschirm runtergeflogen und denkt sich, yeah, ich bin geheimer Superagent und kann alles und bin auch nebenbei Stuntman, Schriftsteller und Künstler. Oder so ähnlich. Und wer wird gewonnen haben? Ah. Mario. It's me, Mario. Nur mit deinen eckigen Fäusten. Ja. So, jetzt kommen wir zum letzten Minispiel. Hoffentlich gewinne ich das wenigstens. Auch komme Hexagon Chaos. Was habt ihr an Hexagon Chaos nicht verstanden? Diesen letzten Wunsch hättet ihr mir erfüllen können. Okay, aber das hatten wir auch noch nicht.
Bei dieser Koopa-Panzerschlacht kämpft jeder gegen jeden. Wird ein Spieler zweimal getroffen, schaltet er aus dem Kampf aus. Hier, bitte. So, bewegen. Ah, ich will mich halt nicht rächen. Gerader Schuss. Bogenschuss. Ziel erfasst. Und an dich will ich mich auch rächen. Yeah. Okay, lassen wir das. Durch Drücken des Set-Triggers kann man ein Ziel erfassen und sich gleichzeitig in eine andere Richtung fortbewegen. Ja, na gut. Probieren wir unser Glück. Ich gebe zu, dass ich darin nicht wirklich sehr gut war. Okay, immerhin erst. Aua. Was zur Hölle? Na gut. Das war selbstverschuldet. Auch nur, weil aus irgendeinem Grund das Projektil in der Röhre geklatscht ist und gestorben ist. Ja, wie auch immer ein Projektil sterben kann. Aber ich finde einfach keine passenden Worte für diesen schönen... Die schöne Minispiel. Okay, das war die letzte Runde, Freunde. Wer mag unser Superheld werden? Lasst uns die Ergebnisse ansehen. Oh Gott, die Ergebnisse will ich gar nicht sehen. Die sind so schändlich. Ja, die Münzen sind auch kacke, ja. Ich werde nie ein Archäologe sein. Ach, Mario, genau. Ganz klar, das wissen wir alle. Der nächste Stern geht an Donkey Kong. Und ja. Der dritte Stern mit den Ereignisfeldern, keine Ahnung, wer da am meisten drauf gekommen ist. Ist ja klar, dass ich nicht davon betroffen bin. Alle kriegen den Stern außer ich. Es ist traurig. Es ist traurig, wie diese Runde ausgefallen ist, aber es kann ja nicht immer gut gehen. Vor allem nicht auf hart. Hart bin ich schon, habe ich schon mehr geschafft als erwartet. Ah, das sieht nicht gut aus, die goldene Statue wurde entführt oder gefunden oder was auch immer. Oh, sie wurde gefunden, nicht entführt. Alles klar. Ich bin mir sicher, mit Hilfe dieser Statue kann man irgendwelche Sachen machen. Kannst du aber auch mein Rätsel lösen? Pause! Wenn dir dein Leben lieb ist, dann löse das Rätsel. Oh, Schattenrätsel. Was stelle ich da? Ich muss raten. Eine Kuh. Ah, das ist ein Ende. Hallo, ist dort jemand? Du bist gekommen. Donkey Kong mit seinem bösen Blick. Ich wusste, du wirst kommen, um mein Rätsel zu versuchen. Das ist ein Schattenrätsel, was ist das? Ich gucke böse, während ich überlege. Und es ist ein Ausrufezeichen. Nein, es ist Bowser. Wow, was sagst du? Nein, es ist Bowser. Verdammt, nein, ich bin gestorben, 2000 Jahre in die Vergangenheit zurückgeschickt. Oh nein. Und da kommt eine Bombe raus. Dank deinem heldenhaften Mut bin ich wieder befreit und kann von den Spaniern mitgenommen werden. Beziehungsweise die Spanier kommen jetzt hierher, um alles zu erobern und wir stehen in deiner Schuld. Und jetzt gehen wir wieder, weil wir alles erobert haben und jetzt den Mars erobern wollen. Viva Spanier! Oder España. Oder so ähnlich. Ich finde das Raumschiff ziemlich cool. Es sah aus wie eine Stadt. Oh, ich gucke immer noch grimmig. Oh, du hast es tatsächlich geschafft. Glückwunsch. Ja, du hast das Mystery Land gelöst. Du bist ja Superheld. Ja, ich gucke immer noch grimmig. Ah, jetzt gucke ich nicht mehr grimmig, weil ich gewonnen habe. Und schön, wie ich in den Hintergrund gestellt werde und somit gar nicht mehr. Ich nehme nie wieder Yoshi. Nie wieder. Okay. So, wollen wir uns das traurige, die traurigen Details mal anschauen? Okay. Oh, immerhin bin ich Zweiter. Interessant. Bin ich Dritter? Immerhin bin ich am meisten auf die blauen Felder gekommen und mit am wenigsten auf die roten? Ja, natürlich. Zweimal weniger. Dankeschön. Ansonsten bin ich ja auf fast gar nichts raufgekommen. Kein Wunder, dass ich auf die meisten blauen Felder gekommen bin. Na gut, alles klar. Gehen wir weiter. Immerhin wird wieder viel eingezahlt hier in die Kasse. Vor allem Donkey Kong hat diesmal reife Arbeit geleistet. Reife Arbeit, ja. Oh ja, da kommt einiges zusammen. 650. Krasse Scheiß.
Aha, diesmal haben wir keine 5000er-Marke geknackt. Na gut, das soll's für diesen Part gewesen sein, der ging ja lang genug. Und im nächsten Part beschäftigen wir uns dann mit Horrorland. Ja, dieses Level hat als einziges 3 Sterne, warum auch immer es nur ein Level mit 3 Sternen gibt. Ist wahrscheinlich so die ultimative Herausforderung oder so. Oder so ein Bonus-Level, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Map, die mir sehr gut gefällt, die ich sehr gern mag, sogar meine Lieblingsmap ist in diesem Spiel. Und die Beschreibung dafür lautet, werdet Zauberer und wagt euch in den gruseligen Geisterwald. Ja, ich freue mich schon sehr drauf, bis zum nächsten Mal und ciao!